Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr in meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Heute gibt es ein Dessert und zwar machen wir zusammen ein Erdbeer-Holunder-Waffeldessert. Ja, los geht's. Was brauchen wir? Wir brauchen 19 eckige Waffeln. Ich habe sie hier jetzt gekauft. Wenn ihr so ein Waffeleisen habt, dann macht sie bitte selber. Das ist viel, viel besser. Dann, obwohl die Creme in eine Auflaufform kommt, brauchen wir trotzdem Gelatine. Sie soll trotzdem fest werden, damit wir sie anschneiden können. Davon brauchen wir 8 Blatt, weiße Gelatine. Dann den Saft einer ganzen Bio-Zitrone, 300 Gramm griechischer Joghurt, 800 Gramm Erdbeeren, 400 Gramm davon werden gewürfelt und der Rest bleibt vorerst mal ganz. Dann brauchen wir noch 400 Milliliter Sahne und 180 Milliliter Holundersirup. Ihr seht jetzt, ich habe keinen Zucker in diesem Rezept, denn dieser Sirup langt vollkommen aus, also der ist süß genug. Ja, los geht's. Als erstes müssen wir die Gelatine einweichen. Dafür gebe ich die 8 Blatt einzeln ins Wasser und die dürfen da jetzt erstmal 10 Minuten quellen. Dann geht es weiter mit der Sahne, die muss ich steif schlagen. Dazu gebe ich die Sahne in eine Schüssel. Was ich dann noch vergessen habe zu sagen, ich habe dann noch 2 Päckchen Sahne steif mit hineingetan, damit die Sahne einfach fester wird. Ist aber kein Muss. Und dann noch Vanillezucker habe ich auch noch mit hinein, dass einfach ein bisschen ein Geschmack drin ist. Ja, die Sahne schlagen wir steif. Und dann kommt sie vorerst mal in den Kühlschrank. Weiter geht's mit der Creme. Dazu geben wir den griechischen Joghurt in eine Schüssel. Da kommt dann auch gleich der Holundersirup dazu. Das beide wird so lange verrührt, bis beides schön miteinander verbunden ist. Dann kommt auch schon der Zitronensaft dazu. Und das Ganze wird nochmal kurz verrührt. Die Creme ist jetzt mega flüssig. Also das ist normal. Deswegen brauchen wir jetzt die Gelatine. Die müssen wir natürlich ausdrücken. Bitte mit sauberen Händen. Und dann auf dem Herd kurz erwärmen, so dass die Gelatine sich auflöst. Bitte achtet darauf, dass sie nicht kocht. So soll es dann ausschauen. Richtig schön flüssig. Jetzt passen wir die Gelatine an und zwar geben wir ein paar Esslöffel, also so 2, 3, in die flüssige Gelatine hinein und verrühren das Ganze, bis es schön verbunden ist. Und dann kommt die Gelatine in die Joghurtmasse hinein. Das Ganze verrühren wir dann. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass die Creme sehr flüssig ist. Jetzt, wo die Gelatine mit drin ist, lassen wir sie kurz stehen. Also was heißt kurz? Ich würde sagen, das dauert so 30 Minuten, bis sie wirklich das Gelieren anfängt. Also die Creme sollte nicht mehr flüssig sein, sondern cremig. Dann geht es nämlich weiter mit der Sahne. Die holen wir jetzt und heben sie vorsichtig unter. Zum Schluss kommen noch die Erdbeeren dazu und die werden ebenfalls untergehoben. Und meine Erdbeeren waren so richtig schön saftig. Die haben dann die Creme leicht rosa gefärbt. Sah richtig gut aus. Und dann geht es auch schon ans Schichten. Ich habe hier eine Auflaufform mit 20 x 30 cm. Da kommen auf dem Boden als erstes die Waffeln drauf. Hinten die letzte Reihe musste ich mir zurechtschneiden. Dann verteilen wir etwas Creme, also sagen wir mal gut die Hälfte der Creme geben wir darauf und verstreichen sie gleichmäßig. Und dann wiederholen wir das Ganze nochmal, nochmal Waffeln drauf und die restliche Creme verstreichen.
Das Dessert muss dann für 2 bis 3 Stunden in den Kühlschrank. Für die Verzierung brauchen wir ein bisschen Pistazien, dann Ciottos und die restlichen Erdbeeren. So, meine Creme ist jetzt fest. Ich habe jetzt die restlichen Erdbeeren geviertelt und habe sie einfach nur oben drauf gelegt. Kreuzer quer. Ein paar habe ich mir dann noch zurechtgeschnitten, weil ich gedacht habe, ich brauche doch nicht alle, aber ich habe wirklich die ganzen 400 Gramm gebraucht. Ja, dann verteile ich oben noch die Ciottos. Da könnt ihr eigentlich so viel nehmen, wie ihr mögt. Dann kommen noch die Pistazien darüber. Also ich finde Erdbeeren und Pistazien farblich, das passt so toll zusammen. Und schmeckt auch gut. Und dann kommt das Dessert nochmal so, also ich habe es dann nochmal eine Stunde gekühlt. Oder bis ihr es halt braucht. Also dieses Dessert könnt ihr locker in der Früh vorbereiten oder vielleicht sogar einen Tag vorher. Was ich aber euch raten werde, ist oben die Erdbeeren noch nicht drauf tun. Also wenn ihr es einen Tag vorher vorbereiten möchtet, gebt erst am nächsten Tag, kurz bevor ihr das Dessert verwenden möchtet, die Erdbeeren darauf. Also verziert es erst dann. Ja. Das war es dann auch. Ach ja, was ich noch sagen wollte, übrigens diese Creme, diese Erdbeer-Holunder-Creme, ist auch super geeignet für eine Tortenfüllung. Also die könnt ihr auch als Tortenfüllung benutzen. Die Menge passt für eine 26 cm Springformtorte. Ja, das war es dann auch von mir. Ich hoffe, wie immer, das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag, passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss!